ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Madagaskar 2 mit Big Pauli. Ja, meine lieben Freunde, letztes Mal haben wir hier zuletzt dieses Nashorn erschreckt. Diese Wildnis lässt die letzte Wildnis, in der wir waren, blass aussehen. Also, ich persönlich finde ja, dass Madagaskar schon ein bisschen härter war im ersten Spiel. Mit Pflanzen, die nach einem spucken. Okay, ich bringe diesen Seitenschneider besser zu den Pinguinen, bevor sie noch total durchdrehen. Ist schon passiert, die sind schon total durchgeknallt. Aber jetzt kommt erstmal ein richtig cooler Level gleich. Der eigentlich sogar aus zwei Leveln besteht. Ja, richtig. Keine Mangos mehr. Das kann ich dann an. Fantastisch, der Seitenschneider. Okay, Jungs, macht euch ans Werk und dann kundschaften wir die andere Seite aus. Jetzt kommt der Pinguinüberfall. Die Level mit den Pinguinen sind in beiden Spielen richtig gut gemacht und cool und haben einen richtig geilen Soundtrack. Ich warte, 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 ich warte ganz geduldig, warten, warten, warten. In Ordnung, Männer. Um in die Luft zu kommen, müssen wir mehr Teile besorgen. Und damit meine ich stehlen. Kaboom, kaboom, kaboom! Nein, nicht jetzt. Kowalski, Bericht! Okay, Sir. Da ist ein kaputtes Fahrzeug auf 3 Uhr. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Kowalski. Dann los, infiltrieren und Teile holen. Wegtreten, ich mache den Weg frei. Ah, wenn ich es mir recht überlege, Private, du gehst voraus. Aye, aye, Skipper. Immer das schwächste Glied. Herhören, Private. Du kannst mit Angriff oder Spezial diese Echsen erledigen. Sie sehen zäh aus. Du brauchst also zwei Treffer, um sie platt zu machen. Sagte, obercoole Musik.
erreicht. Mach einen Weg frei. Hoppla! Ich habe in Friedenszeiten noch nie so viele Reptilien gesehen. Ich hab Leben verloren. Und das brennt wieder. Gute Arbeit. Ein Musterbeispiel an Echsenbeseitigung und Teamwork. Aber es ist noch nicht zu Ende. Zur Stelle zu sein heißt, etwas für das Team zu tun. Also tu was. Mach ich ja schon. Endlich etwas zum Stehlen. Ich meine, besorgen. Aber diese Wachen sehen aus, als würden sie ernst machen. Der Typ hält sich für einen Kämpfer. Aber auch er wird dem guten alten Doppelangriff nichts entgegen können. Ah, gute Idee. Wo ist der hin? Wenn es aussieht, als würdet ihr geschnappt, springt einfach hinter diesen Felsen und dem Stamm in Deckung. Viel Glück. Stielzeug. Seid auf der Hut, Jungs. Ich aber. Ich bin es. Hier kommt der Schmerz. Und was bekomme ich denn so alles an nützlichem Zeug? Den Wagenheber zum Beispiel. Angelrute. Schweißgerät. Und alles da. Alles, was ich jetzt in dieser Aufgabe aufsammle, benutze ich übrigens in dieser Mission. 5 von diesen Dingen benutze ich, um das Auto zu reparieren. Das letzte brauche ich für was anderes in dieser Mission. Gut gemacht, Private. Weiter so, dann entkollst du mich nicht. Simpel, oder? Ziel erreicht. Stielzeug. Mist, mehr Wachen. Und sie haben uns gesehen. Wir müssen sie ausschalten, schnell. Eine Süßigkeitenmaschinenkanone. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Hut ab, Toys for Bob. Dass ihr das geschafft habt, auf so eine Idee zu kommen. Nö, das fühlt sich, glaube ich, nicht gut an. Du hast dir deine Streifen verdient, Rico. Folgen wir jetzt der Straße zurück zum Wildlife Center. Ja, Sir. Rico, glaubst du kannst einen Seitenschneider auftreiben? Ich habe das Gefühl, dieser Hund wird uns noch Probleme bereiten. Eureka! Ein wahrer Schatzanteil. Private, ich erwarte, dass du mit der Ware zurückkommst. Diesen Hund brauchen wir so sehr wie eine Sushi-Allergie. Stiehl mehr Zeug. Was zum... Dass man diese Typen übrigens K.O. schlagen kann, trotz jeder Logik. Aber dieses Spiel handelt sowieso nicht viel von Logik. Dun, 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 dun.
Wofür man die braucht, ist mir nicht so ganz klar. Oder das Teil. Manche Sachen, die man hier findet, sind wirklich einfach nur unnütz. Kampftechnik ist genau wie im ersten Teil. Peinlich. Wofür braucht man einen Schläger, um ein Flugzeug zu reparieren? Ganz im Ernst. Dieses ganze Zeug einzusammeln macht keinen Sinn. Deine Mission ist es, den Feind zu beseitigen. Ein Fehlschlag ist inakzeptabel. Ziemlich schwach bisher. Mach schon, wir zählen auf dich. Wir können erst weiter, wenn der Weg frei ist. Ziemlich schwach bisher. Mach schon, wir zählen auf dich. Ziemlich schwach bisher. Mach schon, wir zählen auf dich. Du gehst vor und erkundest. Wieso erkundest du noch nicht? Erkunde! Bester Spruch bisher. Geh raus und erkunde. Wieso erkundest du noch nicht? Erkunde! Dieser Ort ist etwas seltsam. Denk nicht, wenn er noch seltsam wird. Ziel erreicht, stehl mehr Zeug. Okay, dann geh ich nicht mal weg. Der Ort ist mir gerade noch seltsamer geworden. Seht ihr, wir haben alle sehr gelacht, als Rico den Dosenöffner verschluckt hat. Aber jetzt könnte er praktisch sein. Rico? Seht euch mal das ganze tolle Zeug da drin an. Na, vielleicht nicht so toll. Aber vielleicht können wir es für das Flugzeug brauchen. An die Arbeit, Jungs! Los, ladet die Trucks. Ich bin in ein paar Minuten da. Ein paar Minuten mehr oder weniger. Oh oh. Vielleicht müssen wir die Mission abbrechen. Wenn der Typ hier rauskommt, fliegen wir auf. Skipper, vielleicht kann ich hier meine Angelausbildung einsetzen. Versuch es, Private. Wir zählen auf dich. Ich
hoffe, du weißt, wie ernst die Lage ist. Jetzt schon. Und jetzt sind wir im Haus vom fetten Eddie. Ich nenne ihn so, weil er fett ist und Eddie heißt. Aber jetzt werde ich auch mal ein bisschen Dinge hier zerdeppern. Gut gemacht, Private. Ach ja, das macht einfach nur Spaß, die ganzen Sachen zu zerdeppern. Warum muss er auch so viele zerbrechliche Gegenstände in seinem Haus haben? Oh, der schöne Porzellanhund. Hätte ich darum gebeten. Ich sollte nicht 20 Liegestütze machen lassen. Oder 1000. Alter, ist der fies. Das kannst du besser, Private. Vertrau auf deinen Schneid. Ich vertrau ja schon auf meinen Schneid. Habe ich mir auch so gedacht. Also los. Jetzt geht's schon ein bisschen schwieriger zu. Zumindest würde es schwieriger zugehen, wenn ich nicht das gerade eben gemacht hätte. Langsam hast du es. Ausgezeichnet! Gut gemacht! Und weg mit dem Fressnarm! Ganz im Ernst, der ganze Kram, den ich hier klaue, der ist eigentlich nutzlos für die Mission. Ja, und jetzt warte ich erstmal, bis er den restlichen Kram gefressen hat. Sieh auch in den Schränken nach. Was macht er da eigentlich? Saugt er das Zeug auf oder was macht er damit? In den Schränken kann er auch sauen. Leckt ihr das weg? Ich kann es mir nicht erklären. Was soll dieser komische Sound darstellen? Dafür kommst du in die Hundehütte, Kumpel. Aber das hier muss ich später aufräumen. Seid ihr immer noch nicht fertig?
Dann locken wir jetzt mal Spike, den Hund, ja, das ist sein richtiger Name, ins Badezimmer. Hat gerade noch irgendjemand ein Klischee? In MLP gibt's ja auch einen Charakter, der heißt Spike. Und in dem Equestria Girls Universum ist der sogar ein Hund. Referenzen sicherlich beabsichtigt. Gut gemacht, Private. Gut gemacht, Private. Weiter so, dann bekommst du die Beförderung, die ich dir schon seit Jahren verspreche. Mann, ist der fies. Grandios! Wir müssen zuerst diese Wachen loswerden. Und das machen wir so. Siehst du dieses Krokodil, Private? Lass es irgendwie aus seinem Perch und sieh zu, wie es lustig wird. Aber fall nicht runter, das wäre schlimm. Ah ja, Skipper. Ah, ich glaube, du bist da etwas dran, Private. Wirf einfach ein paar dieser Felsen auf das Gegengewicht, dann sollte das Käfigtor aufgehen. Das ist eine der lustigsten Stellen im Spiel, die gleich kommt. Warum hält man überhaupt ein Krokodil hier drin? Das ergibt keinen Sinn. Erschreckt die Waffe. Ja, Mann, nehmt das ihr. Ersche. Verpisst euch! Das war lustig! Gut gemacht, Private. Dank dir könnten diese Vierbeiner New York wiedersehen. Pinguintrip ist immer noch das gleiche Level. Aber hat einen anderen Lachen. Und jetzt beginnen wir damit, uns das zu holen, was wir wirklich für das Flugzeug brauchen. Thank you.
fetter Beute aus. Diese Trucks sind mit Vorräten beladen. Wir müssen sie nur stehlen und dann von hier verduften. Komm an der großen Wache vorbei. Ja, wir können den auch einfach Eddie nennen. Der hat so ein fettes Namensschild. Skipper! Kowalski, gib mir einen Schadensbericht über das Fahrzeug. Ich würde sagen, es fährt sicher gut. Wenn ich diese Reifen montiert habe, kann es losgehen. Ausgezeichnet! Dann bringen wir das Prachtstück auf die Straße. Oh, oh, diese begriffsstutzige Wache da drüben könnte wieder Ärger machen. Okay, Private, es läuft so. Rico und ich werden den Kerl ausschalten. Du musst uns nur sagen, wohin wir die Limo-Dosen werfen sollen. Und wie soll ich das machen, Skipper? Bewege einfach den Zielcursor und wenn du bereit bist, eine Dose abzufeuern, drücke Aktion. Du schaffst das, Private. Oder willst du die gesamte Einheit im Stich lassen? Drücke Aktion! Wirf Limo-Dosen auf die Wache! Wie die Charaktere in einem Spiel erklären? Einfach mal, wie es funktioniert. Das ist einfach nur mega dämlich immer, finde ich. So, nimm das, du blöde Wache. Da wir ohne Reifen nicht weit kommen, müssen wir sie unbedingt beschützen. Nicht noch mehr Dosen! Ich finde das einfach zu göttlich. Limo! Limo! Limo schmeckt doch gut. So recycelt man aber nicht. Doch, das ist sehr gutes Recycling. Sie sind mit Kohlensäure. Das ist doch toll. Dafür wirst du zahlen. Ohne Kohlensäure schmeckt doch irgendwie scheiße. Was für Limo-Dosen-Mafia-Enten seid ihr eigentlich? Hey. Also die sind nicht von der Mafia, ganz im Ernst. Nein, es ist erledigt, Sir. Das in weniger als 10 Sekunden. Eine reife Leistung, was? Ausgezeichnet. Jetzt noch 3. Das war ungefähr eine Minute. Und nicht 10 Sekunden. Der Feind geht nicht nach nur einem Schuss zu Boden. Wir müssen weiterfeuern.
da ist Ed. So. Nicht die Dosen, nicht ins Gesicht. Jetzt ist Schluss mit süß und knuddelig. Hier steckt die Schwierigkeit, glaubt mir. Alter, wir sind keine Enten. Machen wir jetzt den gleichen Fehler wie der Zoojäger? Nicht noch mehr Dosen! Diese Kohlensäure! Oh, dafür wirst du zahlen! Erzieht euch von meinem Zeug! So recycelt man aber nicht! Das ist, wie schon gesagt, die beste Art, eine Dose zu recyceln! Wenn man kein Geld dafür kriegen kann. Meine Rechnungen zufolge ist die Hälfte geschafft. Das ist schon die halbe Miete. Weitermachen! Verflixt und zugenäht. Dieser Hund wieder mal. Und er ist hinter Kowalski her. Dieser Hund wieder mal. Spy. Runde 3. Was auch immer da gerade mit dem Schweißgerät passiert ist. Alter, verpiss dich, Spike. Ja, nimm ruhig mal ein paar Reifen mit. Gehört alles zu meinem Plan. So langsam, Private. Der Kerl ist fahnenflüchtig. Wir haben fast keine Reifen mehr. Schütze sie um jeden Preis. Das gehört alles zu meinem Plan. Ich würde jetzt nur ein bisschen dauern, bis dass ich den Reifen geholt habe. Ach nein, das ist ein Karamellbonbon. Dagegen spricht nichts, Karamellbonbons sind richtig lecker. Kowalski, komm jetzt bitte wieder auf die Seite, damit ich dich schützen kann. Versuchen sich alle Kowalski zu schnappen, da es keine Reifen mehr gibt. Das macht das unglaublich leicht für mich. Ich muss die ganze Zeit nur auf Kowalski ballern. Was für Limo-Dosen-Mafia seid ihr eigentlich? Wie schon gesagt, wir sind nicht von der Mafia. Yeah!
keine Chance, ihr Versager! Ich kann nicht da, ich... Oh, dafür wirst du zahlen! Hey! Gib noch mehr Dosen! Da einfach mal viermal ein Typ ist, der Eddie heißt. Ziel erreicht. Halte die Wachen auf. Alles klar, Jungs. Wir müssen uns in 3 Sekunden erinnern, wie man fährt und diese Trucks einholen. Das Tor! Flossen festhalten! Ausgezeichnet! Du weißt, was jetzt zu tun ist. Was? Den Konvoi verfolgen. Und die letzte Aufgabe beim Pinguinüberfall. Konvoijagd. La da di la da da du la da da di da da di tu la da di la da da du verse only me verse only you la da di la da da du la da da di da da di tu la da di la da da du you have a gun a thing of two always places back with people but your voice is all a sea. And the music's way too loud, but you girls won't let me be. So many beauty girls around, but yourself your crook and breast. But the time and you have learned that water is coming on to my place. Oh yeah, there's no right, there is no better place tonight by your side. I have a little texting up on this ground, the party in my way. Da sind sie, Jungs. Diese Trucks sind voller Teile, die wir brauchen, um das Flugzeug zu reparieren. Skipper, wie kommen wir an die Teile an? Fang den Konvoi. Auf die Wir haben keine andere Wahl, die müssen sich selbst in Sicherheit bringen. Und wer ist dein Boss? Sicherlich nur so ein Versager. Ja. Bring mich nicht dazu, das Steuer zu übernehmen. Näher ran! Oh.
Gas geben. Erledigt. Fünf Trucks. Weil dass ihr mich dafür verurteilt, dass ich so scheiße fahre, versucht ihr mal diesen Jeep zu lenken. Das ist gar nicht mal so leicht. Ganz besonders nicht mit dieser Steuerung. Sachen auf mir wirft. Da steht Eddie. Ich hasse ihn.
so, keine Ahnung. Das wird von mir geholt. Voll Gas geben. Ist so cool. Oh, sowas muss man einfach mal kommen. Roger. Welcher Roger? Naja, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und auch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.